Willkommen zurück zu einem weiteren Video von The Room 3, dem dritten Kapitel in der The Room-Reihe. Ja. Wenn ihr euch fragt, warum hier manchmal Schmatzgeräusche kommen, ich habe gerade was getrunken, das heißt, der Speichelfluss ist wieder angeregt, dann möchte man natürlich runterschlucken und nicht ausspucken in der Wohnung. Und wenn man natürlich anfängt, was zu sagen, zu reden und man die Lippen auseinander macht und das Speichel dazwischen, dann hört sich das an, als ob man gerade schmatzen tut. Für alle die, die das aufregt, tschüss, guckt euch die Videos woanders an, mir ist es scheißegal. Wollte ich nur mal so sagen, weil sich darüber schon mal welche aufgeregt haben, weshalb ich lachen muss. Und ja. Jetzt geht's aber im Ingame weiter. Ich will das Spiel zocken. Ich hab Bock drauf. Auch wenn die Rätsel manchmal echt auch nervig sind. Holy shit, war das laut! Okay. Ach, wieder so ein Rätsel. Ja, komm, krieg mal hin. So. Ein Ziffernblatt. Und das kommt natürlich da unten an die Kiste ran. Warum bleibt der nicht einfach an der Seite der Kiste stehen, der Dulli? Oh, Schach. Dahin. Fall. Oh, lol. Hä? Ach nee, okay. Interessant, ich habe gedacht, ich lag jetzt so falsch mit den drei Dingern. Aber gut, anscheinend lag ich richtig. Ja. Und jetzt? Brauche ich ja die Kurbel? Nee. So. Wow. Hä? Hä? Wie groß ist bitte schön das Rad? Ja gut. Erledigt.
Ich kurbel und kurbel den ganzen Tag. Ja. Nächstes Rätsel. Ach du. Okay, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Nice. Zwei Striche unten übereinander. Richtig. Und hier hinten müssen zwei Striche sein. So. Skidusch. Was? So. Okay, wo der hinkommt, wissen wir. Und zwar an die eine Tür. Ey, da ist eine Figur. Da ist eine Figur, die will ich haben. Die will ich haben. Her damit. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Kann ich dich wieder zumachen? Nee. Schade. Sesam, öffne dich. Da ist ein Schlüssel. Den werden wir bestimmt brauchen. Da ist wieder so ein Kristall. Das war einfach. Ein Aufziehschlüssel. Okay, So. Da ist eine Ballerina. Und die kommt bestimmt hier in die Mitte. Hallo? Okay, dann nicht. Was mache ich jetzt mit der Ballerina? Hä? Ich verstehe das hier gerade nicht. Wow. Nee, doch so. So, so. Ah. Haha! Da kommt Ballerina Nummer 2. Was mache ich denn jetzt mit der?
Oh Leute, ich hab's verpasst. Jetzt musst du noch mal eine Runde rennen. Das da oben muss ich ja frei, ja, entsperren. So. Ein Edelstein. Haben wir das erledigt? Ich glaube, der kommt da rein. Ja. So, das war Nummer 1. Was? Okay, jetzt machen wir noch das andere. Okay. Okay, interessant. Und wir haben den Schlüssel. Warum habe ich noch den Aufziehschlüssel? Muss ich das hier vielleicht nochmal irgendwie aktivieren? Nö. Da ist aber noch ein Gemälde dahinter. Hä? Da will ich hin? Oder ich komme später dahin. Das kann natürlich auch sein. Okay. Ich will zum Vogelkäfig. Hä? Komm ich nicht hin. Geil. Aber der ist da hoch. Mit der hier oben irgendwo. Da ist er. Okay, es tut mir leid, wenn es zu laut ist. Das tut mir leid, wenn das zu laut war. Aber ich habe den Sound halt schon sehr weit runter gedreht.
Aber dieses Bild ist frei. Da. Nee. Okay. Okay. Da geht's hoch. Ach, dafür brauchen wir den Aufziehschlüssel. Zwölf Uhr Mitternacht. Unser Dreieck. Oder Pyramide. Und damit haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.